1997 hat der Regisseur James Cameron mit Titanic Filmgeschichte geschrieben. Ganze 11 Oscars hat der Streifen können ergattern. Jetzt feiert sein monumentales Werk ein Comeback. Aber nicht im Kino, sondern im Konzertsaal. Ganz in der Tradition des 21st Century Orchestra unter der Leitung von Ludwig Wicki wird der Film auf Grossleinwand zur Live-Musik präsentiert. Eine Weltpremiere. Der James Horner, zweifach Oscar-krönter Komponist vom Titanic-Soundtrack, war bei der Erstaufführung persönlich mit dabei. Im Interview will er aber nichts von einem Karriere-Highlight wissen. No, I don't. I mean, it was... Nein, es war sicher ein wichtiger Meilenstein in meiner Karriere, aber es ist für mich kein Highlight. Ich geniesse die Arbeit an verschiedenen Filmen mehr als eine Belohnung. Das ist mir wichtiger. More important. Und im Moment geniesst er noch das Comeback von Titanic in Luzern. Nach dem grossen Erfolg der Erstaufführung werden jetzt noch 3 weitere Zusatzvorstellungen am 1., 2. und 3. Mai folgen. Tickets sind jetzt erhältlich oder mit ein bisschen Glück am Schluss der Sendung zum Gewinnen.